Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch hier in Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Aber heute geht es nicht um ein normales Achievement, sondern um ein sogenanntes Hidden Achievement. Und ja, wie funktioniert das mit diesen Hidden Achievements, das erkläre ich euch mal ganz fix. Im Normalfall werden ja alle Erfolge hier angezeigt, wenn ihr sie abgeschlossen habt, beziehungsweise wenn wir sie nicht abgeschlossen haben, dann sind sie halt quasi so ausgegraut und man sieht, okay, das und das muss ich noch machen, um das dementsprechende Achievement zu erhalten. Bei dem Hidden Achievement ist es ein bisschen tricky und zwar möchte ich euch heute das Hidden Achievement Wusch zeigen. Ihr seht das, ich habe das gestern abgeschlossen, 14.12. und bei dem ist es aber so, es wird euch hier nicht angezeigt als nicht abgeschlossen. Ihr habt es erst quasi in diesem Achievement-Fenster, wenn ihr es abgeschlossen habt. Meines Kenntnisstands gibt es, glaube ich, 3. Das war jetzt das letzte Hidden Achievement, das ich abgeschlossen hatte. Also das letzte in Legion. Und ja, es bringt auch 5 Punkte. Also es ist nicht mal irgendwie so ein Heldentat-Ding, sondern es bringt tatsächlich Punkte. Und es müsste, glaube ich, jetzt hier eins mehr stehen. Also ich habe jetzt 41 von 41. Bei euch müsste, glaube ich, 40 stehen, wenn ihr nur die normalen Achievements habt. Ja, was müssen wir dafür tun? Und zwar für das Achievement Wusch müssen wir Wusch das Schneckenrennen gewinnen helfen. Und zwar in dieser Dunkeleissteingrotte. Und diese befindet sich im Hochberg. Hier Hochberg, dann sind wir hier auf den Koordinaten 42, 25 und dort ist ein Höhleneingang und zwar dieser hier. Und wenn wir dort reinfliegen, dann müssen wir da einmal ganz durchgehen und zwar sprinten wir da jetzt einmal durch und schauen, dass wir nicht gegen einen Stein rennen oder sowas. Und dann hinter dieser Biegung müsste eine kleine Rennstrecke aufgebaut sein. Und bei dieser kleinen Rennstrecke ist es so, dass da verschiedene kleine Schnecken ein Rennen veranstalten, die ihr hier seht. Und ihr seht hier eine kleine Schnecke, die ewig lahm ist. Und zwar schimpft sich die Wusch. Ich kann die mal markieren hier. Und ja, diese muss quasi das Rennen gewinnen. Und ihr seht, die anderen Schnecken sind schneller. Wenn wir jetzt hier reinlaufen in so eine andere Schnecke, dann wird die nämlich langsamer. Immer wenn die hier so einen Nebel drauf hat, seht ihr das? Da, jetzt sind wir drauf auf der Schnecke, dann wird sie langsamer. Also quasi slow mal sie weg. Und wenn wir uns ganz blöd vor sie stehen, dann weicht sie auch manchmal aus, diese Schnecke. Und quasi muss man es schaffen, die anderen Schnecken so aufzuhalten. Ihr seht, jetzt habe ich sie gerade alle zusammengestackt, dass quasi unsere kleiner Wusch hier das Rennen gewinnt. Das war jetzt zu spät. Theoretisch muss ich da ein bisschen früher ran, um quasi dafür zu sorgen, dass unser kleiner Wusch gewinnt. Ja, wichtig ist halt immer, man muss quasi warten, bis die Schnecken hier einmal reinlaufen, also hier. Und sobald sie da reinlaufen, ist es dann so, dass sie ein paar Sekunden hier drin sind und dann laufen sie wieder zur Flagge und fangen dann irgendwann das Rennen an. Ja, ihr seht gerade, hier laufen sie zur Flagge hin und dann beginnt auch gleich das Rennen. Und sobald es losgeht, laufen sie quasi einmal außen rum. Ich habe mir jetzt hier noch einen anderen Spieler dazu geholt, der Cabrita. Der hat mir auch nochmal mich darauf hingewiesen, dass es quasi hier dieses Rennen gibt. Und da seht ihr, wir stellen uns quasi in unterschiedliche Schnecken rein und versuchen die quasi da zu slowen. Und ja, man kann das also mit so vielen Leuten machen, wie man will. Die bekommen dann auch am Ende alle das Achievement, wenn Klein Wusch gewinnt. Also da könnt ihr auch ein paar Freunde holen. Aber es ist auch relativ einfach allein machbar. Umso mehr Leute man ist, umso einfacher ist es, weil man sich dann natürlich mit mehreren in diese Schnecken reinstellen kann. Und dann hat man halt ein bisschen einfacher. Genau. Und sobald sie dann einmal rum sind und unsere kleiner Wusch hier vorne ist, ihr seht ja gerade, läuft da über die Zielgerade und dann poppt auch dementsprechend das Achievement auf und man bekommt quasi dieses Hidden Achievement und zusätzlich dann noch dieses kleine Pet hier und zwar heißt es ebenfalls Wusch. Ich würde sagen, wir suchen uns das mal raus und zwar hier haben wir Wusch, das ist quasi diese kleine Rennschnecke mit auch einer Flagge auf dem Rücken. Und wenn wir laufen, ja, diesmal ist es nicht mehr so lahm, läuft es uns hinterher. Ist auch ein Battle-Pad, ich habe es jetzt auf 25 abgegradet. Also ist auf jeden Fall ein nettes Viech, ein nettes Achievement, was man dazu kriegt. Und eigentlich in 5 bis 10 Minuten, wobei da auch die Reisezeit hierher mitberechnet ist, drin ist. Also das ist, muss es eigentlich quasi nur wissen, dass sowas gibt. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Also sollte es der Fall sein, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tedar, bis zum nächsten Mal. Ciao.